Moin zusammen, hier ist Boy Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei uns im Kaiserreich Franzien und dem Heiligen Römischen Reich. So muss ich ja eigentlich mittlerweile sagen, in einer neuen Staffel mit unserer Kaiserin Isabeau. Wir schauen aber nicht, wie unschwer zu erkennen ist, auf unsere Kaiserin, sondern wir schauen auf Theoderich, den Anführer eines Volksaufstands, ein katholischer Sachse, der Erste, der tatsächlich hier in unseren neuen Gebieten im Heiligen Römischen Reich den Aufstand probt. Es ist nicht irgendein mächtiger Herzog, einige Herzoge haben sich ihm angeschlossen, ja, es ist nicht irgendein König, sondern es ist tatsächlich das einfache Volk, es sind die Bauern, die katholischen Bauern, die sich hier erheben. Wenn wir uns ihn so anschauen, dann ist er vermutlich eher ein reicher Großbauer, vielleicht auch irgendwo ein nicht berücksichtigter, landloser Adliger, wer weiß. Auf jeden Fall werden wir jetzt gegen ihn in den Krieg ziehen müssen. Es sind sehr, sehr viele Männer, die uns hier gegenüberstehen, fast 120.000. Allerdings sind die meisten Bauern, sie sind unorganisiert, sie sind fast auf, naja, das gesamte Reich kann man nicht sagen, aber zumindest sind sie sehr verteilt. Und von daher dürften wir gute Möglichkeiten haben, mit unserem mächtigen Kriegsvolk und unseren Ritter des Kelches, unserem philokatholischen Ritterorden hier gegen sie vorzugehen. Bevor wir das allerdings tun, müssen wir uns noch ein wenig um die Zukunft kümmern. Und da hat die Kaiserin wie so oft und wie gewohnt in der Staffelpause ein wenig diplomatisch gearbeitet, Fäden gespinnt, Anfragen gestellt, Briefe aufgesetzt. Und das Ergebnis schauen wir uns jetzt mal an. Und es geht natürlich am Ende des Tages um unseren Enkel Graf Durin. Er ist schon Graf. Er ist der Graf von Foix, aber er wird auch der zukünftige Kaiser von Franzien, des Heiligen Römischen Reiches, König von Aquitanien, Königin von Burgund, Königin, König von Deutschland etc. sein. Vermutlich habe ich noch etwas vergessen. Sein Vater ja mittlerweile seit einigen Jahren untauglich bei schlechter Gesundheit. Allerdings hält er sich aktuell wacker. Seine Gemahlin führt die Regierungsgeschäfte. Dieser junge Mann, auch wenn er leider an schuppiger Haut leidet, treuherzig und faul ist, schon mal eine sehr interessante Kombination. Er aber die große Zukunft, nichtsdestotrotz. Und deswegen werden wir uns hier jetzt noch um ein Verlöbnis kümmern. Und wie gesagt, da haben wir ein paar Vorbereitungen getroffen. Es wird am Ende des Tages diese junge Dame werden. Das ist die Tochter der Herzogin von Anhalt. Eine mächtige bei uns im Reich. Schaut euch das an. 17.000 Mann kann sie ins Volk führen. Tatsächlich ist sie auf unserer Seite. Sie verteidigt hier auch gegen Anführer Theoderich vom Bauernaufstand. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ansonsten, ja gut, unzüchtig, Trunkenbold. Ach, das sind so Dinge, auf die legt unsere Kaiserin nicht so besonders Wert. Und interessanterweise ist auch die junge Dame, eben Adelinde, die Haupterbin hier auf ihrem Titel. Das ist doch auch eine schöne Sache. Vermutlich, weil diese Kinder, genau, weil Wiltrud und ihr Bruder Adolf Bastarde sind. Also diese beiden sind dann vermutlich vor der, genau, die beiden haben hier als erstes und einziges Kind bisher die kleine Adelinde. Okay, wir werden die Heirat arrangieren mit Durin. Das Ganze wird natürlich patrilinear sein, so viel ist klar. Wir schicken den Vorschlag ab, warten einen kleinen Moment, auch wenn jetzt die Belagerung derweil weitergehen. So, hier bekommen wir Rückmeldung und hier bekommen wir auch Rückmeldung in Bezug auf Durin. Jetzt sollten wir allerdings noch eine Sache machen. Diese junge Dame wird ja jetzt auch zukünftige Kaiserin sein. Das wollen wir nicht vergessen. Das heißt, wir wollen hier natürlich Einfluss nehmen können und wollen sie natürlich zu einer guten zukünftigen Kaiserin heranwachsen lassen. Und sie ist auch immer noch katholisch, das wollen wir nicht vergessen. Von daher werden wir mal dafür sorgen, dass sie zu uns an den Hof kommt und in unserer Umgebung aufwächst. Ich sehe gerade, eine unserer Hofdamen ist auch noch katholisch, das gibt's ja nicht. Dementsprechend kommt sie nicht in Frage, aber unsere andere Hofdame, sehr gebildet, ein wenig sprunghaft, allerdings tapfer und geduldig, sie ist doch die Richtige.
Und wir wollen, dass sie die Kultur wechselt und auch zum Glauben konvertiert. Aber das, da stimmen sie nicht zu. Das mit dem Kulturwechsel, müssen wir mal schauen, ist vielleicht so eine Sache. Ist ohnehin, finde ich, immer sehr spielerisch gedacht. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt als Einjährige bei uns aufwächst, müsste sie eigentlich mehr oder weniger automatisch eher okzitanisch als fränkisch sein und aufwachsen. Gut, wir werden hier diese Vormundschaft anbieten. Ja, es heißt offiziell anbieten. Es ist allerdings selbstverständlich weniger ein Angebot als mehr ein Befehl. So, dann wollen wir uns mal hier den Bauern zuwenden. Ich denke, wir werden unseren Sammelpunkt nochmal verschieben. Hier sehen wir auch schon, dass auch andernorts ausgehoben wird. Also wir sind hier alles andere als alleine unterwegs. Wir werden uns mal primär den hier zuwenden und werden dann vielleicht hier unseren Sammelpunkt hin verlegen. Dann werden wir hier mit dem Kriegerorden mal anfangen. Wer ist Ihr Großmeister? Savarix der Kahle aktuell. So, entschuldigt den kurzen Schnitt. Es öffnete sich der Thronsaal. Mir wurde ein kleines Stück Schokolade gereicht. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Und der kurze, der Savarix, nicht der kurze, der Kahle, hier ist er, musste kurz warten. So, sind ja schon mal 8000 Mann. Ganz ehrlich, das reicht doch fast aus. Wir heben hier nochmal das Kriegsvolk aus. Das dauert 4 Tage. So, die gute Adelinde bricht jetzt auf. Hier wird Befehlshabereigenschaften, okay. Rang, nee, Rang ist was anderes. Befehlshaberwert. Ja, unser Herzog natürlich. Wir können jetzt irgendwie die Kontrolle nicht mehr aufrechterhalten. Wahrscheinlich, nicht aufrechterhalten, sondern wiederherstellen. Wahrscheinlich, weil belagert wird. Gut, dann soll er die Armee organisieren in dem Augenblick. Und wir marschieren auch hier rein. Schaut euch das an, die Bauern sind aber unterwegs mit Bombarden. Also das ist mal nicht zu unterschätzen. Okay, gut, das Hofhalten muss dann erstmal noch warten. So, jetzt sind wir hier schon direkt begrüßt worden. Wird hier wie Söldner angezeigt, aber gut, sind keine. Dann marschieren wir hier hin und können dann vielleicht auch 2 Schlachten quasi parallel führen, während hier auch schon die französische Armee anrückt. Okay, hier wird geflohen und sich zusammengeschlossen. Aber wir sind mehr oder weniger umzingelt. Besançon wird belagert, Vesoul. Und wer erklärt sich hier den Krieg? Casalda von Auxerre greift Herzog Benito von Burgund an. Ein Tyranneikrieg. Ist sie noch Katholin? Ja. Ja, 3500, nicht zu unterschätzen. Verbündete hat sie auch. Er allerdings auch. Naja, okay. Also einige unserer philokatholischen 17 Mann nur verloren in dieser Schlacht. Unserer philokatholischen Herzöge räumen hier auch ein bisschen auf ihrerseits. So, hier findet die nächste Schlacht statt. Es gibt eine Schlange bei Hofe. Ein Komplott ist fehlgeschlagen. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen, als ich ein leises Rascheln von einem Fenster höre. Nur der Wind, denke ich mir, bis der Wind zu reden beginnt. Loup, so öffnet doch meine Sternschnuppe. Ich bin es. Duque. Sie ist mongolisch, dann weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ich stoße die Fensterläden auf und siehe da, da ist jemand zu dem Fenster von Loup hochgeklettert. Ja, ein Mitglied des gemeinen Volkes. Er ist einer unserer Ritter, ein ausgezeichneter Ritter sogar. Naja, gut, machte irgendwelche unzüchtigen Avancen. Interessiert uns, glaube ich, herzlich wenig. So, hier ist das ganze Thema schon soweit erledigt. Hier wird noch marschiert, hier oben wird gekämpft. Allerdings, glaube ich, in einem anderen Krieg. Wir werden dann mal hierher schon mal marschieren.
Die nächste Schlacht ist auch beendet. Dann marschieren wir parallel. Und hier ist einer gefangen genommen worden. Ist er denn irgendwie... Ja, wobei so einen Bauernaufständischen, den will man ja auch nicht bei sich am Hof haben. Nee, also ich fürchte, die Bauern haben hier keine... Mit diesem Bauernaufstand wird keiner Gnade zu rechnen. So, Frankfurt wird belagert. Das ist nun durchaus auch schon relevant. Hier wird die Armee von Oldenburg, das ist die Armee unseres Sohnes, wird verfolgt. Unseres jüngsten Sohnes. Und dann belagern sie wenigstens nicht, aber da kommen auch andere im Zweifel zur Unterstützung. Ah, ihr müsst nochmal durch krankes Gebiet ziehen, das war jetzt nicht so dolle. Hier kommen weitere Verbündete. Heimsuchung, eine Affäre. Ich liege gemütlich im Bett, als ich eine vertraute Berührung auf der bloßen Brust spüre. Erst denke ich mir nichts dabei, doch als ich mühsam die Augen aufschlage, sehe ich meine lange, lange verstorbene Affäre, König Hubert von Pommern, der neben mir sitzt. O Schönheit, es ist schon so lange her, nicht wahr? Doch wenn ich euch halte und küsse, bringt die Liebe euer Herz dann nicht zurück in jene Tage, als ob es erst gestern gewesen war? Haltet mich, kleiner Hitzkopf, liebt mich von Neuem. Ich kann es kaum glauben, doch sehe und spüre ich ihn. Ich weiß zwar, dass es nur ein Traum ist, und doch kann ich kaum widerstehen. Hat mir nicht zuletzt dieses Event mit dem Wiedergänger, dass die Leute der Meinung waren, dass unser aus dem Grab wieder auferstandener Hubert das Übel einer Krankheit ist? Sinnliche Träume... Oder hinfort, Geist. Ah, wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass unsere Kaiserin ja auch eine Hexe ist. Also solche Begegnungen oder dergleichen, ich glaube, dem steht sie offen gegenüber. Also haltet mich wie vor so langer Zeit. So, belagert wird hier irgendwie alles. Hier wird aber die nächste Schlacht geschlagen. 40.000, puh. Jetzt sind Kurbeln auch irgendwo gebaut worden. So, wo wird noch gebauert? Hier. Sonst, ja, ist nur hier die bäuerlichen Armeen. Dann werden wir darüber marschieren. Ein weiterer Diplomatievorzug. Wahre Herrschaft. Oh, wenn das nicht passt. Vasalisierungsangebot. Annahme plus 20. Das könnte interessant sein. Ein formbarer Geist. Die junge Adelinde ist jetzt bei uns angekommen. Sehr, sehr schön. Gut. Und Graf Durin möchte ein Bündnis aushandeln. Ich denke, das werden wir annehmen. Das versteht sich eigentlich von selbst. So, hat sich da gleich was ergeben mit der Vasalisierung? Nein, ich glaube nicht. Dann marschieren wir erstmal. Gut, noch einmal hier durch krankes Gebiet, das ist nicht so gut. Mein Radspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Okay, es hat jemand das auf Guichard abgesehen. Richard de Resolo. Okay. Aha, der Fürstbischof von Mainz ist verstorben. Traurig, traurig. Der Sohn erlernt Arabisch. Auch schön. Ja, das sind so Dinge, ehrlicherweise, die unsere Kaiserin so ziemlich vernachlässigt. Unsere Tochter lernt Nordisch. Das ist auch nicht falsch. Hier ist eine Belagerung fast abgeschlossen. Da sollten wir mal als erstes hin. Aber ich fürchte... Ja... Die Armee ist auch nicht zu vernachlässigen, weil das ist eine bayerische Armee. Das sind nicht nur Bauern. Aber wir marschieren wahrscheinlich eh vorher hier vorbei. Ja, sie marschieren jetzt auch da rein. Okay, Dürren haben wir jetzt tatsächlich verloren.
Hexerei und Errettung. Ja, das ist ohnehin so eine Sache, von der ich ehrlicherweise bisher positiv überrascht bin, dass bisher niemand vom Hexereigeheimnis unserer Kaiserin erfahren hat. Niemand hat von ihrer Affäre jemals erfahren. Keines unserer unehelichen Kinder ist als solches aufgedeckt worden. Also unsere Kaiserin scheint auch eine sehr, sehr gute Geheimniswahrerin zu sein. Was ist das für ein Aufruhr? Eine Menschenmenge angeführt von der brüllenden Stimme von Eckhart. Eckhart von Niederbayern. Umzingelt eine arme Seele. Als ich es endlich schaffe, mich durch die Menge zu kämpfen, entdecke ich Mate, der sich trotzig verteidigt, während die Stimme von Eckhart noch lauter wirkt. Und außerdem hat in genau jenem Moment, in dem ihr nach draußen getreten seid, um Pflanzen für euer sogenanntes Handwerk zu sammeln, die verfluchte Seuche überhaupt erst begonnen, unser Land zu verwüsten. Ihr seid eindeutig die Ursache, Küchenjunge. Mate hebt schimpfend den Finger und schickt eine Beleidigung zurück, während die Menge wütend weiter murmelt. Die Sache läuft schnell aus dem Ruder. Marti, ein Höfling von uns. Katholik. Lass uns doch in Ruhe darüber reden. Eckhart hat recht. Marti wird als Hexe gebrandmarkt. Eckhart ist erst auch nur so ein oller Gast von uns. Was will er denn? Kräuterkundler, Verdacht. Ja, das Geschrei hier nach Hexen macht unserer Kaiserin vielleicht dann doch irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ja, so ein bisschen sadistisch, meine, wenn sie ihn jetzt... Man kann ja auch den Schein wahren, oder? Ich meine, am Ende des Tages, naja, ist sie eine sadistische Diplomatin. Sie könnte Mate einfach ans Messer liefern und damit ihren Schein aufrechterhalten. Eckhart hat recht. Was machen wir dann mit Mate? Aha, er wird direkt eingekerkert. Na, wie passend. Wer ist seine Gemahlin? Isabeau d'Agen. Ihr Vater ist unser Leibwächter. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit? Können ihn verbannen. Ja, vielleicht flüstern wir ihm was ins Ohr und sagen, er soll sich irgendwie in die Wälder schlagen und vielleicht Kontakt auch mit unserer Hofärztin aufnehmen. Ah, ne, ich dachte, sie sei auch irgendwie kräuterkundlich unterwegs. Ist sie nicht wirklich? Na gut. Schicken wir ihn weg. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir für ihn tun können. So, jetzt haben wir hier ein Minus. Mehr Truppen, höhere Güte. Weil die Bayern damit reinmarschieren. Aber wir haben ja auch unsere Verbündeten, die da noch folgen. Und wir könnten theoretisch auch noch mehr ausheben. Keine Verteidigungsgebäude oder dergleichen hier? So, jetzt haben wir das Plus auf unserer Seite. Das müsste auch gleich, ne, es ist noch gegnerisches Kriegsvolk, jetzt sind wir schon mal in der Überzahl. Ja, okay, dürfte kein Problem sein, es kommen auch immer mehr dazu. Ja, Mate darf jetzt gehen. Nochmal gekämpft, 32%. Okay, dann gehen wir einmal mit... Ihr könnt stehen bleiben, die anderen gehen ein Haus weiter, können da zurück... Das höchst andächtige Leben von Kaiserin Isabeau. Wir sind jetzt eine Glaubensikone. Sehr schön. Die Dame, die hier riesige Probleme hat mit den mit ihrer philokatholischen Kirche, sie ist jetzt als Glaubensikone bekannt und hat einen neuen Legendensamen entsprechend bekommen. Sehr, sehr schön. So, das sind unsere Krieger. Das sind allerdings 23.000 hier oben. Dann marschieren die schon mal hier nach Fulda. Können da schon mal ein bisschen ans Tor klopfen, während wir hier vermutlich relativ schnell zurückbelagern.
Haben wir noch weitere Gefangene hier gemacht? Dieser Herr. Irgend so ein Höfling. Warum ist er nur ein Hausarrest? Das sollten unsere Bediensteten auch mittlerweile besser wissen. Graf Lothar von Frontenhausen. Mhm. Graf Lothar. Kommt erstmal in den Kerker. Kann dann da bleiben. Er ist hier auch aus der Armee. Ja, ich glaube dann, wenn ihr hier vom Kriegsfeind seid, auch dieser Mann, da wird nicht lang gefackelt. Und die anderen sind uns bekannt. In 20 Monate, ja. Oh, jetzt geht's aber deutlich schneller. 30 Tage. Ah, hier werden wir dennoch vermutlich die Belagerung verlieren. Der Fürstbischof von Österreich wird auch angegriffen. Auch er hat's mit Bauern zu tun. Ja, aber auch er sollte da eigentlich zurechtkommen. Aha! Der Herzog. Na, ich glaube aber, unsere Kaiserin ist auch nicht unbedingt doof. Sie wird ihn jetzt nicht direkt in den Kerker werfen. Da ist die Gefahr zu groß, dass er zu schnell stirbt und dann es hier zu irgendeiner Erbschaft kommt. Graf Lothar hatten wir eben schon. Gisela, es war irgendwie seine Haupterbin, seine Enkelin. Was ist mit dieser Dame? 14-jähriges Kind. Und das ist die Schwester des Herzogs von Augsburg. Für Ansprüche. Ist bereit darauf zu verzichten. Dann kann sie gehen. Also, wir stehen jetzt hier rum. Sollten dann... Ja, hier sind jetzt 400 Mann. Die, glaube ich, können wir erst einmal ignorieren. Dann marschieren wir hier... Na. Von marschieren war die Rede. Gen Norden. Jitka wird aus dem Kerker entlassen. Alberade auch. So, wir werden es vermutlich nicht unterbinden können, oder? Unsere Gesine wurde gefangen genommen. Königin Emma. Ah, die haben ja auch noch einen Krieg. Einen Befreiungskrieg. Den sie hier aber zu gewinnen scheint. Sehr schön. So, und vermutlich können wir... Ja, wir können es hier doch unterbinden. Sehr, sehr schön. Das ging dann auch sehr schnell. Ja, diese 400 Mann hier nerven ein bisschen. Pikeniere, Bogenschützen. Naja, die sind aber eigentlich gar nicht so schlecht. Das sind 5000, das sind 300. Okay, dennoch, dann werden wir mal unsere Ordensritter hier runterschicken. Und mit unserer anderen Truppe hier nach Lüneburg marschieren.
Das müssen wir ein bisschen besser in der Übersicht behalten. Die Verbündeten völlig verwirrt, weil wir jetzt in zwei unterschiedliche Richtungen marschieren. Eine weitere Krankheit bricht aus. Die Belagerung von Neumünster haben wir jetzt verloren. Hier wird jetzt gekämpft, das ging gut und schnell. Dann suchen wir hier die nächste Schlacht, gehen in Hamburg. Einmal kurz hinter Buxtehude über die Elbe. Hier wird geflohen. Und unser Sohn wird angegriffen. Ei. Graf Volkhard von Minden. Ja, das ist so ein unangenehmer Katholik. Mann. Aber er hat eigentlich hier Herzog Emich aus Tirol noch an seiner Seite. Diesen Krieg von unserem Sohn, das müssen wir mal beobachten. Weil was für eine Art war das, ein Tyranneikrieg? Nee, ein Befreiungskrieg. Okay, ist dann am Ende in Anführungszeichen nur Lehnsautorität, aber dennoch. So, hier wird reingegangen, sehr gut. Dürfte nicht sonderlich lange dauern. Greco-kroatische Mischkultur hat sich auch. Aha, und jetzt haben wir die 100%. Sehr gut, das heißt, dieser Krieg kann dann in diesem Augenblick auch beendet werden. Wir warten noch diese Schlacht ab. Und dann werden wir hier unsere Forderung erzwingen. 1050%, okay, mehr geht nicht, würde ich sagen. Er hat keine Kinder und dergleichen. Wird er jetzt eingekerkert? Nee, offensichtlich haben wir ihn nicht. Theoderich von Bismarck, landlos in Lippe. Sag nicht. Der würde zu uns an den Hof kommen, wenn wir ihn einladen würden. Sollen wir ihn freundlich einladen? Wahrscheinlich wäre es, also ich mache das jetzt nicht, weil dann ist er bei uns am Hof. Dann will unsere Kaiser ihn natürlich einkerkern, dann geht das wieder nicht, weil das Tyrannei ist, weil er offiziell, warum auch immer, kein Verbrecher ist. Das macht keinen Sinn. Er ist jetzt unbedeutend aus unserem Leben verschwunden. Gut, dann haben wir diesen Krieg hier erfolgreich kämpfen können, aber aha. Das ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein Blick wert. Ich glaube, die einzelnen Schlachten müssen wir uns jetzt nicht nochmal alle anschauen. Aber die Gefangenen, das ist interessant. Aber ich würde sagen, ja, wobei, wir kümmern uns noch um sie. Dann habe ich eine bessere Übersicht für zwischen den Folgen. Dann werde ich mich zur nächsten Folge darum kümmern, wie wir diese, ihre Titel und so weiter dann übergeben. Er hat geschütztes... Vasallenbande ändern. Prägerecht hat er auch noch. Da soll er das doch behalten. So ist es keine Tyrannei. Dann können wir nämlich jetzt die Titel aberkennen. Das Herzogtum von Bayern. Tja, er wird annehmen, was soll er tun? Und dann wird er natürlich seinen Weg finden. So, der Herzog von Kurland, er ist der Nächste. Er ist noch in einem Krieg, verteidigt gegen Graf Theoderich von Lüneburg.
Okay, das ist unser Mann. Da ist er an der Seite. Wie viele Truppen stellt er? 1300. Die sind nicht so relevant. Und er ist vermutlich auch bei uns im... Ist er bei uns im Kerker? Wenn ja, wird auch er seine Titel verlieren. Dann ist das irrelevant. Ist aber nicht bei uns. Na gut. Dennoch, da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Die Grafschaft von Marburg hat er noch. Naja, soll sein Bruder dann erben. Und auch ihn ereilt dann dasselbe Schicksal. Der Fürstbischof von Mainz. Und auch vor dem macht die Kaiserin nicht Halt. Puh, ein oller Bürgermeister. Da beginnt ein Groll zu hegen. Das interessiert die Kaiserin wenig. So, der Herzog von Hessen, den hatten wir ja nun länger schon hier am Wickel. Mein Gott. Die kleine Gisela, die kann man doch jetzt formen. Haben wir Druckmittel gegen sie? Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch diesen Grafen. Der war jetzt auch nicht so lange, ne? 3 Monate, ja, das ist auch aus diesem Krieg. Das gehört zu Bayern. Dann können wir ihm jetzt auch den Titel aberkennen. Aber er war ja jetzt hier von der Dame. Nee, das war der Mathe, glaube ich. Irgendjemand war ja der Schwager, irgendwie einer unserer Ritter, aber es war nicht er, meine ich. Dann kann auch er gehen. Und dann haben wir uns hier um alle gekümmert. Die kleine Gisela wird so entlassen. Klar, wir sind jetzt weit, weit über der Domänenschwelle. Wir haben auch einige Artefakte sowohl am Hof als auch persönliche irgendwo erbeuten können. Und dann werde ich mir das jetzt mal anschauen. Und zur nächsten Folge werden wir uns dann hier um die Verteilung der Titel kümmern. Dann sehen wir uns eben in dieser Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.